Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute, Skorpion, durchlaufen deine Gefühle eine kraftvolle Transformation, und du kannst diese Energie nutzen, um deinen Tag mit Würze und Leidenschaft zu füllen. Nutze die Gelegenheit, dich mutig und furchtlos auszudrücken. Zeige anderen, dass du etwas Wichtiges zu sagen hast und dass du keine Angst hast, deine Meinung zu sagen. Bringe bei allem, was du tust, eine Prise Humor mit ein, denn diese Unbeschwertheit wird dir helfen, alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Auch wenn du dich in dieser Woche auf das große Ganze konzentrierst, solltest du nicht vergessen, wie wichtig es ist, dich um deine Gefühle und deine innere Welt zu kümmern. Trotz deines Wunsches nach Geselligkeit und Vergnügen solltest du dein Streben nach Erfolgen mit deinen Gefühlen in Einklang bringen. Auch wenn du einen vollen Terminkalender hast, solltest du dein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen, indem du dich regelmäßig bewegst, dich ausgewogen ernährst und dir ausreichend Zeit für Ruhe und Entspannung nimmst. Wenn die Aufregung dich mitzureißen droht, atme tief durch und verankere dich im gegenwärtigen Moment. Bewahre heute einen kühlen Kopf, vor allem wenn du mit verlockenden neuen Ideen oder Plänen konfrontiert wirst, die dir deine Mitmenschen präsentieren. Sei vorsichtig und widerstehe dem Drang, dich auf etwas einzulassen, ohne es sorgfältig zu überlegen. Vertraue auf deinen Instinkt und konzentriere dich auf die Arbeit und die Aufgaben, die bereits vor dir liegen. Vermeide es, impulsive Entscheidungen zu treffen, die du später bereuen könntest. Was deine aktuelle Beziehung angeht, so bringen die planetarischen Energien Stabilität und Sicherheit. Du fühlst dich selbstbewusst und sicher in eurer Beziehung und es ist ein guter Zeitpunkt, um vorzuschlagen, gemeinsam Pläne zu schmieden. Diese ersten Schritte als Paar werden eure Bindung stärken und euch die Sicherheit geben, noch größere Pläne für die Zukunft zu schmieden. Genieße diese Zeit des Wachstums und der Entwicklung in dem Wissen, dass du und dein Partner auf einem soliden Fundament stehen. Außerdem verleiht die Verbindung zwischen Merkur und Uranus dem Tag eine energiegeladene Stimmung und weckt den Wunsch nach neuen und aufregenden Unternehmungen. Du wirst dich von Gefühlen angezogen fühlen, dich für andere Menschen interessieren, neugierig auf verschiedene Philosophien sein und dich von aktuellen Ereignissen fesseln lassen. Lass dich von dieser Energie dazu inspirieren, deine Individualität zu leben, und ermutige dich, deine gewohnten Routinen zu verlassen. Verlasse deine Komfortzone und erkunde Erfahrungen, die dir Freude und Erfüllung bringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du die transformative Energie deiner Gefühle annehmen und deinen Tag mit Leidenschaft und Mut füllen solltest. Drücke dich furchtlos aus und gehe Herausforderungen mit einer unbeschwerten, humorvollen Perspektive an. Während du dich auf das große Ganze konzentrierst, solltest du dich um dein emotionales Wohlbefinden kümmern. Bleibe besonnen und widerstehe den Verlockungen neuer Ideen oder Pläne, die zu Reue führen könnten. Pflege die Stabilität und Sicherheit in deiner jetzigen Beziehung und unternehme gemeinsame Schritte, die eure Verbindung stärken. Nutze den energiegeladenen Einfluss von Merkur und Uranus, indem du nach neuen Unternehmungen suchst und deine Individualität unter Beweis stellst. Auf diese Weise wirst du mit Selbstvertrauen, Authentizität und Abenteuerlust durch den Tag gehen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen.
Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind die Acht der Stäbe und der Hierophant. Die Acht der Stäbe steht für schnelles Handeln, Fortschritt und den Fluss der Energie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute einen Schub an Schwung und Vorwärtsbewegung erleben könntest. Sie steht für eine Zeit der schnellen Entwicklung, der Expansion und des Potenzials für schnelle Lösungen. Diese Karte ermutigt dich, die Chancen, die sich dir bieten, zu ergreifen und entschlossen zu handeln. Die Acht der Stäbe erinnert dich daran, auf den natürlichen Fluss der Ereignisse zu vertrauen und den Moment zu nutzen. Sie steht für eine Zeit der verstärkten Kommunikation, des Reisens oder der raschen Umsetzung von Plänen. Zusammen mit der Acht der Stäbe haben wir den Hierophanten. Diese Karte steht für Tradition, Spiritualität und Führung aus höheren Sphären. Sie steht für eine Verbindung zu etablierten Glaubensvorstellungen, Ritualen und Wissenssystemen. Der Hierophant erinnert dich daran, Weisheit und Führung bei vertrauenswürdigen Quellen oder spirituellen Praktiken zu suchen. Diese Karte ermutigt dich, deine Werte zu ehren, deinen spirituellen Weg zu gehen und dich von Menschen leiten zu lassen, die Erfahrung und Weisheit in Bereichen haben, die dir wichtig sind. Der Hierophant steht für eine Zeit des Lernens, der Suche nach tieferem Verständnis und der Suche nach Orientierung durch etablierte Strukturen oder Lehren. Die Acht der Stäbe und der Hierophant bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die Acht der Stäbe betont schnelles Handeln und Fortschritt, während der Hierophant die Aufmerksamkeit auf Tradition und spirituelle Führung lenkt. Mach dir heute die Energie der Stabsacht zu eigen, indem du offen bist für schnellen Fortschritt und schnelles Handeln. Vertraue auf den Fluss der Ereignisse und ergreife die Chancen, die sich dir bieten. Achte auf effektive Kommunikation und schnelle Lösungen in deinen Interaktionen und Plänen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Hierophanten, indem du dich von vertrauenswürdigen Quellen leiten lässt und deinen spirituellen Weg befolgst. Verbinde dich mit etablierten Glaubenssätzen oder Wissenssystemen, die mit dir in Resonanz stehen. Suche nach Weisheit und tieferem Verständnis in Bereichen, die für dein persönliches Wachstum und deine Entwicklung wichtig sind. Diese Deutung steht für einen Tag des schnellen Handelns, des Fortschritts und der spirituellen Führung. Mach dir die Energie der Acht der Stäbe zu eigen, indem du entschlossen handelst und auf den Fluss der Ereignisse vertraust. Lass dich von der Weisheit des Hierophanten leiten und gehe zielstrebig und spirituell ausgerichtet durch den Tag. Denke daran, offen für die Gelegenheiten zu sein, die sich dir bieten, und lass dich von vertrauenswürdigen Quellen beraten. Nimm den Schwung der Acht der Stäbe an und achte gleichzeitig auf deine Werte und deinen spirituellen Weg. Wenn du die Qualitäten der Stabsacht und des Hierophanten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Geschwindigkeit, Wachstum und einer tieferen Verbindung zu deinem spirituellen Weg bewältigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!